Hallo mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu dem Sternenbild Schlangenträger. Auf Wunsch werde ich hier diesbezüglich jetzt und natürlich auch auf weitere Wünsche im nächsten Sternzeichen-Orakel hier durchführen, was jetzt einen Wunsch beinhaltete, da mal zu schauen für die kommenden 4 Wochen. Das Sternenbild Schlangenträger erhielt den Namen vor vielen, vielen Tausenden von Jahren, basierend auf einem griechischen Gott der Heilkunst. Er trägt einen Medizinstab mit einer Schlange umbunden. Und die Schlange ist ja stark mit der Erde eben auch verbunden. Das Sternenbild zeigt sich zwischen Skorpion und Schütze, dem 29.11. bis zum 17.12. geborener Menschen. Hat dann auch somit die Eigenschaften des Skorpions und dem Schütze. Da viele Diskussionen darüber schon stattgefunden haben und 12 Sternzeichen irgendwie ausreichend sind, da es ja in bestimmte Abschnitte zugeordnet wird. Und das sind eben 12 und nicht 13. Ja, da gibt es da einige Diskussionen. Ja, und nichtsdestotrotz möchte ich ganz gerne auf Wunsch das jetzt einmal hier durchführen, inwieweit und was ich da für dich zeigen möchte. Für die kommenden 4 Wochen. Alle Kartendecks findest du in der Infobox, sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Ein Stopp. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt hier einmal für dich. Was möchte sich hier für die kommenden 4 Wochen für dich zeigen? Hier haben wir so Dinge, die mit Sucht zu tun haben, mit Abhängigkeiten zu tun haben. Aber ich gehe da gleich näher drauf ein. Wir haben hier für dich auf jeden Fall in der Liebe, du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, er oder sie liebt dich. Du wirst hier noch in gewissen Dingen gebeten, abzuwarten. Wir haben, überstürze nichts, lass den Dingen ihren Lauf nehmen. Also ganz, ganz viel um dich herum sehe ich hier, insbesondere Seelenpartnerschaften, insbesondere wenn du hier für jemanden schaust oder aber auch, dass bei ihm oder ihr eben auch was stattfindet. Ich bekomme hier bei dem einen oder anderen ziemliche Differenzen, was Elternhaus beinhaltet, ist hier nicht für jeden, aber dass sich da einiges zeigt, auch was mit Abhängigkeiten, Süchten etc. zu tun hat. Ja? Wir haben hier auch sehr, sehr viel Leidenschaft, was sich zeigt, sehr viel Temperament, aber auch in den Dingen, dass man leidet unter einer ganz, ganz bestimmten Situation und Gegebenheit. Ja? Also hier findet im Momentanen sehr, sehr viel Geflüster und Gerede statt, alles was da so im Tuschen diesbezüglich ist, ist bei euch beiden hier in einer Konstellation, wo man viel redet, ja, also wo das Tuschen wie Gang und Gäbe ist, ja, es wird viel geredet, vor allem hinter dem Rücken so geredet. Hast du dieses gehört, hast du jenes gehört? Es kann sein, dass für den einen oder anderen, weil hier zeigen sich viele Themen, das schon in tiefster Kindheit stattgefunden hat, dass du damit in gewisser Weise konfrontiert wurdest, ja, in Form Familie, in Form gewisser Dinge. Aber du kommst hier in deinen inneren Frieden, also es ist so, nicht nur, du kommst hier nicht nur in deinen inneren Frieden, sondern es ist so, dass du aufgrund dessen, ja, da immer für eine Balance, einen Ausgleich sorgst, im Hinblick, dass du da nicht hinschaust, in Form, so wie als ein Aussätziger oder Aussätzige behandelt zu werden. So bekomme ich das hier gerade rein, ja. Also irgendwie nicht zugehörig. Ja, also hier zeigt sich ja natürlich ganz, ganz stark gleich das, was hier das Sternenbild eben auch aussagt. Aber es ist etwas, wo du trotzdem
in der Ruhe bist. Auch wenn es aufbrausend ist, kannst du hier schnell wieder runterkommen, für Ruhe sorgen. Ja, das kann sich bei dem einen oder anderen hier natürlich auch im Hinblick Aggressionen zeigen. Ja, ich sehe auch eine Aggressionstherapie in Form einer Angelegenheit, ja, in Form, was man hier in der Vergangenheit schon geschafft hat, ja, also hier ist viel, was im Schaffen diesbezüglich liegt, der Magier auch nochmal, dass du Talente, Wissen, Spiritualität, Kreativität, also du bist in diesen Dingen, dass dich andere in einer gewissen Form unterschätzt haben. Ja, so bekomme ich das hier einmal rein. Also du bist von Natur aus, sollte man dich nicht unterschätzen. Ja, so bekomme ich das. In der Form, dass du einmal dieses ganz, ganz große Wissen hast. Wir haben hier das Infinity-Zeichen. Auch dieses Geleitete, dieses Geführte. Und der Magier hat ja sowieso alle Attribute. In der Form Schwert, Münze, Kelch, Äther. Ja, wir haben ja 5 Elemente. Und dass du in diesen Dingen sehr, sehr viel Wissen hast. Ja, also etwas, was nicht zu unterschätzen ist und wo dich dann irgendwie andere Personen, ja, vielleicht schon von klein auf hier irgendwie unterschätzt haben. Ja. Also ich sehe hier schon etwas, was so, ja, tief zurückliegend ist, was mit Mobbing zu tun hat, was mit Dingen zu tun hat, wo man einen hier höchstwahrscheinlich auch sehr stark immer und immer wieder versucht hat zu vereinnahmen, ja. Aber wir schauen hier in das kurze Orakel in Form der kommenden 4 Wochen. Also da sind es die Dinge, da müsste ich sowieso einmal tiefer gehen, ja. Wir haben hier auch das Rad des Schicksals, dass du hier in einer Situation dich definitiv führen lässt, das sagt mir hier schon zweimal diese einmal unterschiedliche Energie, ja, und hier sowieso auch nochmal diese unterschiedliche Energie in Form des Teufels und in Form des Magiers, und den Teufel bekomme ich hier auch nochmal so aus tiefster Gefangenschaft die Ketten zu sprengen, aus dem tiefsten Dunklen hervorzubrechen und sich davon zu befreien, loszulösen. Du da auch gewisse Dinge durchschaust, also etwas, was durchschaubar ist. Es geht hier um eine ganz, ganz bestimmte Person. Diese Person könnte noch in einer Partnerschaft sein, kann hier aber auch sein, was mit der Familie etc. zu tun hat. Du als weibliche Person oder irrelevant, wie du hier schaust, zeigt es sich hier so, dass man sich hier ebenfalls noch in einer Situation befindet, in einer gewissen Aufopferung ist für eine Person. Also es zeigt sich, sehe ich bei dir in der Vergangenheit, etwas, was eine Aufopferung war, gleichzeitig in der Gegebenheit mit einer weiblichen Person, männlichen Person, wo man sich aufgeopfert hat, in der Vergangenheit. 3 der Schwerter und wir haben hier die 3 der Kelche. Ja, es kann sein, dass man hier noch in einer Partnerschaft ist, gleichzeitig aber auch viele Opfer schon bringen musste. Ja, und höchstwahrscheinlich auch im Familiären, dass sich hier etwas zieht, dass schon einst die Familie viele Opfer bringen musste. Ja, wir haben hier eine Mangelsituation, die sich dann nochmal mit Herzschmerz etc. eben auch zeigt. Die 3 der Kelche sagen mir hier, dass du rauskommst aus einer verfahrenen Situation. Also es war hier definitiv auch etwas verfahren bei dir oder bei deinem Gegenüber. Wo es um die Dinge ging, alles das, was ich eben schon sagte. Man hat sich hier bislang immer aufgeopfert in einer Angelegenheit. Man musste viele Opfer bringen für diese Liebe. Schau nochmal auf eure Ausgangsposition. Hier auch deine Ausgangsposition, was ich dann da eben auch zeigen möchte. Wichtig ist hier in Angelegenheiten, wobei ich hier sehr viel Kraft und Stärke sehe, das hat sich hier schon mit dem Magier gezeigt, rauszugehen aus Dingen, wo man sich mit bestimmten Süchten, Situationen, Personen, Angelegenheiten umgeben ist. Ja, also es könnte hier die ein oder andere Situation kommen, wo man einer bestimmten Sucht nachgeht, tendierend zur Sucht. Weil irgendjemand führt hier in dieser Konstellation, höchstwahrscheinlich 3S-Konstellation, ein Machtspiel aus. Ja? Einen Ausgleich zu finden in einer Angelegenheit, wo man sich bewusst auf etwas konzentriert, was einen nach unten bringt. Ja, und mit der Magier hat sich hier schon sehr, ist ja so oder so kraftvoll, aber damit gezeigt, dass du in manchen Situationen, dass man gewisse Dinge, die unkontrolliert kommen, dass man damit nicht so wirklich umgehen kann. Ja, und das kann sich hier noch in gewissen Dingen der Lernaufgaben eben auch zeigen, das auszubalancieren.
ja, was wir hier haben, was ich vorhin schon sagte, du wirst es ausbalancieren. Du bist in einer Gegebenheit, wo man noch in dieser Lernphase auch ist, es auszubalancieren. Ja, aber gleichzeitig eben auch etwas, was dich so aufbrausend macht, in gewissen Momenten, dass du genau das ausbalancieren darfst. In genau diesem Moment. Und dann zeigen sich hier in gewissen Dingen eben noch die Schwierigkeiten. Fokus ist hier, sich nicht auf den Mangel zu konzentrieren. Ja, also hier ist es ganz, ganz wichtig, da für dich diesen Ausgleich zu finden. Irrelevant, was hier gesagt wird. Irrelevant, was da eben gerade dafür sorgt, dass es eben auch wehtut. Ja, es ist nur wichtig, dass hier eine ganz, ganz bestimmte Person aus einer Situation rauskommt und sich nicht mehr für etwas aufopfert. Ja, und wie schon gesagt, das zeigt sich bei dir schon in der Linie. Ja, also jemand hat sich ebenfalls schon in der Ahnenlinie für etwas immer aufgeopfert. Hier in dieser Konstellation ist es eben die Herrscherin, ist in dieser nährenden Energie, aber in diesem Gebenden drin. Und da ist es ganz, ganz wichtig, da für sich diesen Ausgleich zu suchen. Was erfüllt einen letztendlich? Wenn es um materielle Dinge geht, dann steht es hier noch still, ja? Also hier wartet man noch auf etwas, aber du kommst hier raus aus diesen Angelegenheiten. Langsam, aber du kommst raus, weil es wird hier ein Ausgleich für dich stattfinden. Also schau mal bitte. So, meine Liebe, mein Lieber. Ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.